Hallo meine Lieben, hier ist euer Agulsor. Wir kommen zur vierten Folge mit der U96. Wir haben den 16. Januar 1941. Und wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir hatten einen Konvoi behakt und nun nehmen hier zwei Kriegsschiffe Kurs auf uns. Eine Korvette und ein Zerstörer, ungefähre Entfernung. Können wir kurz einrasten. Ja, müsste die hier sein. Knapp 6.299 Meter. Das ist gut für uns. Wir drehen bei mit großer Fahrt. Große Fahrt voraus. Versuchen wir auch zu entweichen. Ich denke mal, das sollte noch reichen. Sehen tun sie uns eh noch nicht. Mal kurz einen Blick drauf schmeißen. Ne, das sieht ganz gut aus. Dafür sind wir zu weit entfernt. Da hinten sehen wir noch Beleuchtung, diese kleinen Pünktchen. Das müssen die Kriegsschiffe sein, die sich um... Genau, da sieht man es jetzt im Hintergrund, um das andere deutsche U-Boot kümmern. Wir hoffen mal, dass die Kameraden gut rauskommen. So, der... Da müsste auch ungefähr bei 1000 sein, bei 6000 sein. Gucken, was die beiden machen, was er vor allen Dingen, was der Zerstörer macht. Das ist immer wichtig. Tor 2 geladen. Zielposition erreicht. Der fährt da schräg. Setze ich aber scheinbar jetzt hier vor den Konvoi. Und auch noch was. Da ist ein Frachter. Okay, Zerstörer. Was haben wir hier? Hier Schornsteine. Davon gab es nicht so viele. Das müsste eine Town-Class sein. Den kleinen Mast. Den großen hier. 1, 2, 3, 4. Ganz viele. Und vorne das Geschütz. Wir können mal kurz weiterklicken. Da gibt es nämlich noch die Town-Class Typ D. Die hatten hier nur 3. Und dann hört es auch nicht auf. Mehr war nicht mehr dabei. Beziehungsweise den haben wir. Aber nein, das passt nicht. Der hat ja einen Mast hier und einen kleinen. Den haben wir hier nicht dabei. Auch hier ist ein kleiner höherer Turm. Oder Aufbauten. Da hat die ein Rettungsboot. Und da sind wir schon bei den Kreuzer. Also haben wir hier die Town Class. 2,74 Meter Tiefgang auch nur. Das ist nicht viel. 29 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Okay. Wir versuchen es ein bisschen vorzusetzen. Wo will der hin? Den würde ich schon gerne mitnehmen. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. Die Frage ist nur, wo will er hin? Rohr 4 geladen. Torpedo Rohr 1 gewartet. Torpedo Rohr 2 gewartet. Da ist er. Da ist er. Kriegsschiff 85 Grad. Okay. Wir bringen es in Position. Anlauf beginnt. Ja. Torpedo Rohr 3 gewartet. Maschinenstopp. Alle Maschinen stopp. So, wird ein Überwasserangriff auf einen Zerstörer. Ich hoffe, die Aale sind soweit auch fertig. Zerstörer Town Class. Geschwindigkeit wird jetzt interessant für uns. Weil dann haben wir gleich nur noch, wenn wir den versenken sollten, nur noch die Korvette. Und können uns mit der 8-8er um den restlichen Konvoi kümmern. Und hoffen, dass der restliche Begleitschutz nicht so schnell aufrückt. 10 Knoten aktuell. Geschwindigkeit 1, 0 Knoten. Entfernung 6, 3, 7, 4. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich hoffe, der reduziert nicht oder erhöht die Geschwindigkeit. Sieben.
Okay, das haben wir. Nimm zwei Torpedos dafür, wenn du mehr sicher gehst. Wir hatten eine Tiefe von 2,74 Meter. Müsste Geschwindigkeit passt nicht. Das müssen wir natürlich rausnehmen, sonst kommen wir von der Geschwindigkeit, von der Entfernung nicht hin. So, Tiefe gehen wir dabei 1,50. Streuung 30 Meter lassen wir so drinne. Schussunterlagen aktualisieren. Gegnerfahrt 1,0 Knoten. Rohr 2 bewässert. Rohr 1 bewässert. Okay. Einmal nochmal die Entfernung und dann geht das hier los. Torpedorohr 4 gewartet. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung 6,036 Meter. Feuer frei. Los! Videos sind raus. Knapp 6000 Meter. Wir machen den E-Kompressor an, um die Druckluft hier aufzufüllen. Und dann hoffe ich mal, dass er die Geschwindigkeit nicht erhöht, sondern gleichbleibend bei 10 Knoten beibehält. Die alle kommen. Sieht bis jetzt noch gut aus. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Ja, der ist schneller geworden. Schaut euch das mal an. Der ist jetzt deutlich schneller geworden. Ärgerlich. Ja, der gibt richtig Gas hier gerade. Die Frage ist, warum? Okay, alles klar. Der Kollege ist weg. Den lassen wir noch ziehen. Aber es stört ihn auch nicht. Dann holen wir uns den Dicken hier. Ist natürlich mega ärgerlich jetzt. Hat uns echt gut in Position gebracht. Konvoi in Sicht. Peilung. 20 Grad. Das Team, den wir hier haben? Nee. Der hier? Was ist denn hier? Die drei klein. Wo ist der Dicke denn? Ach, hier. Mensch. Das müsste der sein hier. Ist er da hinten? So, ja, jetzt haben wir den richtig. Oh, das sind ja richtig viele noch drin. Ne? Okay. Was haben wir hier? Auf jeden Fall ein Frachter. Tower. Was ich mich frage, warum prescht der Zerstörer so extrem nach vorne? Und lässt den Konvoi jetzt alleine. Das habe ich jetzt, stand jetzt nicht so verstanden. So, knapp 6 Knoten, sagt er mir. Geschwindigkeit, 6 Knoten. Aktualisieren. Entfernung zum Ziel, 4,474 Meter. So. Schussunterlagen aktualisieren. Winkel 4,4, Bug links. Rohr 3. Z. Geschwindigkeit lassen wir. Wir gehen auf 9 Meter.
Feuer frei. Los! So, alles raus. Okay, nochmal einen zweiten Mann hinzu. Ich erwarte Ihre Befehle. Der Torpedo ist auf halbem Weg. Vierzig Sekunden bis Torpedoeinschlag. Dreißig Sekunden. Zwanzig Sekunden. Na, komm schon. Zehn Sekunden bis Einschlag. Feindliches Schiff getroffen. Ja, sehr schön. Feuer an Deck. Schwere Schäden. Den haben wir perfekt getroffen. Der wird sinken. Ja, läuft auch gleich vorne voll. Oh. Scheinbar haben sie das deutsche U-Boot versenkt oder die Jagd aufgegeben. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Zerstörer dreht wieder bei. Den Kahn haben wir augenscheinlich versenkt. Ja, der geht unter. Ja, wir haben ihn. Das war ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. So, nun ist die Frage. Ja, komm. Gut gemacht. Äußerste Kraft voraus. Rohr 2 geladen. Funkspruch erhalten. Wir bleiben hier so. Die Entfernung reicht vollkommen. Oh. Bin einmal auf 0. Und ich möchte gleich den. War das der? Ich möchte den haben. Ja, wo ist er denn? Robert, 35 Grad. Ne? Den wollen wir haben. So, was haben wir denn da? 1, 2, 3 Maste. Maste. Explorer. Tiefgang bei 10, bei 9. Natürlich auf die Korvette aufpassen. Ich denke mal, den können wir noch behaken und dann müssen wir uns auch schnell zurückziehen. Das ist immer so eine Sache, wenn die Schiffe auf dem Torpedo-Ausweichkurs sind, man liest die Geschwindigkeit ein, Entfernung, Gegnerlage, Torpedo-Vorfluten, in der Zeit teilweise regulieren sie wie ihre Geschwindigkeit. Aber das Risiko gehe ich jetzt ein. Sechs, das wird gleich deutlich mehr werden. Knoten. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel. Da kommt schon wieder die Korvette aus dem Süden. So, der Winkel ist natürlich jetzt nach unten gegangen. Wir sind hier. 56,6. Ich denke mal, jetzt zieht schon gleich nach oben. Wir korrigieren das ein bisschen auf 47,5. Da gamble ich jetzt ein bisschen. 47,5. Mal auflassen auf 48. Aktualisieren. Lage 4, 8, Bug links. 2 MZ Rohr nehme ich diesmal. Normalerweise nehme ich nur verfrachte immer ein Torpedo. In diesem Fall nehme ich jetzt 2. Macht eine bisschen größere Streuung von 40 Meter. Ja, lassen auf 9 Meter Tiefe MZ. Gehen nochmal auf höchste Geschwindigkeit. Schussunterlagen aktualisieren. Ja. Gegnerfahrt 4 Knoten. Messen noch einmal das letzte Mal die Geschwindigkeit ein.
Wenn wir das gleich alles haben, werden wir die Dublette losschicken und dann hoffen wir mal, dass wir den Kahn treffen. Genau, jetzt sieht man das auf dem Bild auch so ein bisschen. Jetzt dreht er wieder, beziehungsweise ändert seinen Kurs. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, final. Vorne auch ein bisschen tiefer als hinten, wie es aussieht. Wir müssen uns auch gleich zurückziehen, sobald die beiden alle raus sind. Genau, sind wir schon auf 5 Knoten. Aktualisieren. Geschwindigkeit. 5 Knoten. Hier müssen das auch schon deutlich weniger sein. Aktualisieren. Entfernung. Und das, ihr seht, jetzt passt das mit den 47 vorbei. Wir ziehen hier nochmal ein bisschen nach. Das Scan aktualisiert haben. Dann kriegen wir den noch mit. Ja. 40. Na, mach mal 38,6. 38,6. Nochmal 39 draus. Aktualisieren dieses. Aktualisieren. Gegnerlage 3, 9 links. Feuer frei. Los. 2 MZ. Ich hoffe, dass einer ankommt. Das letzte Mal hatten wir auch einen, der ist kurz danach explodiert. Muss natürlich jetzt aufpassen. Da unten kommen die Kriegsschiffe uns entgegen. Knapp 6 Kilometer. Den da vorne sehen wir aktuell nicht. Da hinten die Kriegsschiffe knapp bei 90 Grad. Die kommen uns auch gleich noch entgegen. Alle, ja, ganz bescheidener Winkel. Kann auch ganz gut sein, dass er vorbeigeht. Je nachdem, wie er sich jetzt verhält. Ah, das sieht jetzt gut aus, wenn er so nach unten zieht. Besser, als wenn er nach oben zieht. Ja. Und jetzt müssen wir auch gleich uns zurückziehen. Wir schauen auch natürlich einmal durch, ob wir auch treffen. 10 Sekunden bis Einschlag. Mach schon mal kleine Fahrt rückwärtig. Muss ein bisschen entfernen. Fehlschuss. Das glaube ich nicht. Fehlschuss. Nein. Tatsächlich. Die sind knapp vorbeigerutscht. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Ärgerlich. Frage am Wächter. Hallo. Wie viele Torpedos haben wir noch? Das ist wieder. Nein, der letzte. Okay, der muss jetzt zünden. Der muss jetzt zünden. Wir versuchen das nochmal. Kurzen Blick. Wie weit sind die Kameraden entfernt? Das geht noch. Das können wir machen. Ich lese aber gleich mal komplett nochmal neu ein. Das wäre knapp. Ärgerlich. Aber gut, das ist das Risiko, was wir eingehen hier. 46,7. Ärgerlich. Gut, letzte Aal. Es hat aber nicht viel gefehlt. Das war kurz, die sind kurz hinten im Bug vorbeigezischt. Aber ist natürlich deutlich schneller gewesen. 5 Knoten haben wir zuletzt gehabt. Jetzt fährt er bestimmt schon 7. So wie das aussieht. Ja. Auf jeden Fall über 5 Knoten. Sechs Knoten, genau. Und das war das, warum wir nicht getroffen haben. Gegnerfahrt. 6 Knoten. So, jetzt einmal die Entfernung nochmal. Mittlerer Mast. Schussunterlagen aktualisieren. Entfernung zum Ziel. 3, 3, 9, 8 Meter. So, ich mache ganz kurz die Karte an. Da machen wir MZ raus. 9 Meter. Los! So, das war der letzte im Frontbereich. Kleine Fahrt zurück. Der Torpedo ist auf halbem Weg. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 20 Sekunden. Oder hatte ich ihn vergessen auf MZ zu stellen? Das könnte natürlich auch sein. Schauen wir mal.
Nee, der ist doch gar nicht da. Der müsste eigentlich treffen. Treffer. Ja, meine ich doch. Feuer an Deck. Schwere Schäden. Ja, es ist halt schwer, wenn die Schiffe die Geschwindigkeit, den Kurs immer wieder ändern. Ihr habt es gesehen, wir sind glaube ich mit 4 Knoten angefangen. Jetzt sind wir bei 6 Knoten. Halbe Fahrt zurück. Jetzt haben wir ihn. Leider den Fehlschuss gehabt. Aber ich denke mal, der säuft jetzt auch ab. Äußerste Kraft zurück. Sie gehen unter. Gute Arbeit, Herr Kommandant. Ein Versorgungsschiff weniger, um das sich die Alliierten sorgen müssen. Guter Spruch. Okay, der kommt direkt auf uns zu. Da müssen wir bei ihnen aufpassen. Und dann haben wir irgendwo auf der Backbordseite, genau, da kommt der Zerstörer. Tower Class oder Town Class war das, glaube ich, heißt das Schiff. Der ist abgesoffen. Und wir ziehen uns zurück. Der hängt uns schon hier an der Backe. Ein bisschen aufpassen jetzt. Ab 3000. Alle Maschinen, stopp. Hier auf maximale Tiefe. Maximal sichere Tiefe gehen. Herr Kaloin, eingehendes Funktelegramm. Auf E-Motoren wechseln. U-Boot, 340 Grad. Ach, das deutsche U-Boot ist immer noch da. Tiefe 60 Meter. 80 Meter. Ja, schade. 100 Meter. 125 Meter. Das ist die Korvette. Kleine Fahrt, voraus. 140 Meter. Herr Kaloin, feindliche Schiffe geben Alarm. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Herr Kaloin, wir wurden von Erstick geortet. Schraubengeräusche direkt über uns. Wasserbomben, sehr nah. Schneller, schneller. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. So. Da sind wir rausgerutscht. Das waren die Frachter. Das sind die Kriegsschiffe. Zielposition erreicht. Alle Maschinen, stopp. 145 Meter. Schraubengeräusch. Heilung 240 Grad. 240 ist weit weg. 175 Grad. Eine Pause wäre jetzt angebracht. Herr Kaloin, wir wurden von Erstick geortet. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. 150 Meter. Bestätige. Wasserbomben in beträchtlicher Entfernung. Wo bleiben wir? Oder mitschiffs. Schraubengeräusche. Kleine Gruppe. Heilung 170 Grad. Ist der gleich? Der Backbordseite. Wir sein noch ganz nah. Ja. Das ist der hier. Der ist bei knapp
Ja, und der 1000 Meter kann ja schon sein. Herr Kalon, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Zeit, unseren Mut zu testen, Männer. Schraubengeräusche, kleine Gruppe. Wir gehen mal auf blaues Licht, könnte länger dauern. Die sind da oben ordentlich am Rumbumsen. Wir verharren hier in der Tiefe. So, der Kamerad geht so lange an den Kartentisch. Die Genauigkeit ist noch bei 31%. Naja, die suchen das andere deutsche U-Boot, ne? Wir werden uns jetzt hier nicht bewegen. Wir warten einfach, bis die Kameraden weg sind. Sauerstoff hält noch. Ganz entspannt. Nämlich ärgert das, diese beiden Torpedos hier vorbeigegangen sind. Na gut, es ist so, wie es ist. Zum Schluss haben wir ja noch mitgenommen. Das ist ein Wrack tatsächlich. Erledigt, Herr Kaloy. Schraubengeräusche, kleine Gruppe, Peilung 150 Grad. Das reicht. Wir gehen wieder auf Zero-Tiefe. Und dann sollten wir eigentlich so gut wie es seid aus sein aus der Miserie her. Wie sieht's aus? Da muss das Boot abkönnen, ne? Tiefe 155 Meter. Kleine Gruppe, Peilung 125 Grad. Schraubengeräusch, Peilung 115 Grad. Ah, das sieht gut aus. Da ist weit und breit nichts, solange wir in der Dunkelheit hinausschauen können. Wir tauchen jetzt auf. Der Kaloy hat eine Beförderung. So, seine erste sozusagen. Offizier ortet feindliche Schiffe um 25% schneller durch das Uso und Periskop. Im manuellen Modus wird das zusätzlich stabilisiert. Genau das nehme ich. Und als nächstes nehme ich dann den Artillerist. Dann schauen wir mal weiter. Glückwunsch. Schalten ja alles ein. Kreisekompass für die Kartengenauigkeit, die war eben nur bei 31%. Die Lenzpumpen waren eben 1,1 Kubik waren das, glaube ich. Wasser hatten im Boot, Kompressor, um hier die Druckluft aufzufüllen, und rotes Licht verbesserte Sicht in der Dunkelheit. Ja, dann sind wir ja mal wieder gut herausgekommen, haben noch ein bisschen Tonnage mitgenommen. Und da hinten sind tatsächlich noch die Reste, aber die sehen uns in dieser Dunkelheit nicht. Wir können jetzt auch den Funkspruch raussetzen. Gefahr ist natürlich jetzt hier dabei. Wenn wir dieses tun, werden die umliegenden Schiffe die Chance haben, diesen Funkspruch abzufangen. Man kann aber auch die Feindfahrt aushöhlen und dann wird der Funkspruch automatisch gesendet, und das tun wir jetzt.
8 Tage später im beschaulichen Hafen von La Rochelle. Bei Gewitter und Sonnenschein, wollte ich gerade sagen. Graupelschauer, alles kommt gut. Alfred Wächter. Mein Glückwunsch. Denn jetzt sehe ich den Eisenkreuz der 2. Klasse. Und Hans-Jürgen. Sehr gut. Ja, und der Kaloin. Eisernes Kreuz der 2. Klasse und Eisernes Kreuz der 1. Klasse. Sehr, sehr gut. Und wir nähern uns auch dem deutsches Kreuz in Gold. Geht auch nicht mehr viel. Und dann schauen wir, was in unserer ersten Feindfahrt. Nee, ist das die erste? Nee, doch, die erste Feindfahrt. Also mit Abschluss haben wir 29.540 Tonnage gemacht. Ist okay. Jetzt nicht so weltbewegen. Wir haben hier die Empire Lands versenkt. Hat Lebensmittel transportiert von Gibraltar nach Liverpool. Dann hatten wir hier einen Gummitransporter. Dann ging es hier weiter mit von unbekannt nach unbekannt. Also ist tatsächlich nicht herausfindbar. Dann ging es hier weiter, die Empire Eagle. Ja, da war es auch nicht bekannt, wo es hingehen soll, scheinbar. Und hier genauso, ist ja lustig. Wenig Schiffe, ne? Die Bodenregistertonnen sind halt nicht so hoch. Gut, wir konnten trotzdem noch ein bisschen heute versenken. Und den ersten Step für glückliche Zeit war das, glaube ich, doch recht erfolgreich beenden. Beziehungsweise die erste Mission, die wir gemacht haben. Haben jetzt hier nochmal 4 Beförderung. Der Maschinist. Der Leitende Ingenieur in dieser Position jetzt bekommt den Motorenspezialist. Ist sehr erfahren im Umgang mit Dieselmotoren. Wenn er an der Station ist, wird die Menge an Abgase aus Motoren erheblich reduziert. Das ist schon ganz gut. Und wenn sie warm gelaufen sind, ist es praktisch unsichtbar. Verringert die Chance, dass wir entdeckt werden. Das ist gut. Dann der Kamerad Wächter. Der kriegt irgendwas mit Torpedos. Gründliche Überprüfung. Ja. Die Windgänger reduzieren sich, aber die Wartungszeit erhöht sich. Das ist aber nicht schlimm. So, dann haben wir unseren Funker. Der bekommt gutes Gehör. 25% erhöhte Reichweite. Das ist schon gut. Und meine rechte Hand. Der bekommt hier, ja gut, die 8-8er bediene ich ja eigentlich immer. Wir nehmen das hier, den Unterstützer. Ja. Der Unterstützer ist gut. Okay, dann haben wir es. Zwar nicht so viel Tonnage in unserer ersten Feindfahrt, aber immerhin knapp 30.000 für glückliche Zeit. Das ist der erste Step, den wir hier angegangen sind. Wir hatten auch nur diese Mission zur Auswahl. Ich denke mal, in der nächsten Feindfahrt, wenn wir wieder glückliche Zeit bekommen sollten, sollten wir den ersten Step abschließen. Dann ist es auch nicht mehr weit weg bis zum Teufelskerl. Und eventuell werden wir auch ein bisschen mehr Tonnage in der nächsten Feindfahrt machen. Das war jetzt ein bisschen wenig. Gut, die beiden Torpedos, die knapp vorbeigegangen sind. Aber das Risiko war mir bewusst. Auf der Entfernung und mit Zigzagkurs und Geschwindigkeitserhöhung, Reduzierung etc. Dann ist es halt so, meine Lieben. Gut, wir kommen zum Ende dieser Feindfahrt. In der nächsten Folge starten wir eine neue Mission. Das wäre dann auch schon Folge 5. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich freuen auf ein Abo, auf einen Daumen hoch. Und dass ihr vielleicht mal auch live in der Regel sage ich es mal ganz nett, jeden Sonntag ab 19 Uhr auf Twitch. Das ist dann unser U-Boot-Stammclub sozusagen oder Stammtisch. Und genau, es kamen ja schon mehrere Fragen zu den Mods. Die Mods sind in der Beschreibung von jedem Video zu sehen. Da kommt ihr auf einen direkten Link zu Steam in dem Workshop und könnt sie euch gleich anklicken und runterladen. Gut, meine Lieben, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit U-Boot, viel Spaß mit der Folge.
Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder live auf Twitch. Euer Ragusa.